geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zum 22. Tag vom Tradezember. Und ihr habt es aber schon am Titel gesehen, wir machen heute gar nicht mal so viel Trading, denn ich möchte euch einen Trick zeigen, der extrem leicht ist und euch aber besser in FIFA machen wird. Und ein bisschen Trading habe ich für euch dann natürlich auch noch vorbereitet, das gibt es dann am Ende von diesem Video. Und Freunde, allgemein, wenn ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, dann könnt ihr gerne auch in unseren Discord reinkommen. Der ist komplett kostenlos, wenn ihr Amazon Prime habt. Es gibt aber tatsächlich jetzt auch eine neue Möglichkeit, wie man 30 Tage kostenlos reinkommen kann, sogar ohne Amazon Prime. Schreibt mir dazu einfach mal bei Instagram. Und es gibt dann auch noch des Weiteren die Möglichkeit, direkt für ein ganzes Jahr reinzukommen, für einen einmaligen Betrag. Schreibt mir einfach bei Instagram, wenn ihr beim Discord reinkommen wollt. Ansonsten in der Videobeschreibung ist auch eine Erklärung, wie man reinkommen kann. Okay, Freunde, dann starten wir schon direkt rein und wir beginnen eben mit dem Trick, den ich euch zeigen möchte, der mich persönlich sehr, sehr viel besser gemacht hat. Und ich werde euch das Ganze jetzt hier eben in Rivals zeigen, das heißt, wir gehen einfach in eine Partie rein, beziehungsweise in zwei, drei Partien und dort werde ich euch dann einfach jetzt mal den Trick erklären. Und der Trick, den ich euch heute zeigen werde, ist wirklich einfach und es kann ihn wirklich fast jeder lernen, also er ist wirklich nicht kompliziert. Man braucht dafür 4 Sterne-Skiller, also mindestens 4 Sterne, aber das ist eh top, weil normalerweise jeder Offensive hat 4 Sterne-Skills am Start. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Wir spielen jetzt mal kurz einen 4-Sterne-Skiller an und dann mache ich den jetzt mal. Und zwar ist es der normale La Croquetta. Einige von euch kennen den vielleicht, aber der Trick ist wirklich extrem gut, vor allem im 16er oder rund um den 16er, wenn der Gegner sehr, sehr eng hinten drinnen steht. So, jetzt habe ich hier gerade ein Tor bekommen, aber ist auch relativ egal. Ganz kurz, wie macht man den Trick überhaupt? Man drückt L1 und dann den Stick entweder nach rechts oder nach links. Also es ist wirklich total einfach. Also du musst nur L1 halten und dann eben den Stick in eine Richtung halten. Das ist es. Also der Trick ist wirklich total, total einfach. Deswegen, man muss nicht gut FIFA spielen können, um den Trick halt anwenden zu können. Und ich würde sagen, ich schaue jetzt einfach mal, dass ich in ein paar Situationen komme, wo ich den anwenden kann. Zum Beispiel hier, perfekte Situation. Direkt mal ein La Croquetta gemacht, kurzes Eck. Aber dadurch bin ich jetzt an einem Gegenspieler vorbeigekommen. Es ist auch sehr, sehr OP, wenn die Gegner einen ansprinten, weil dann kann der Trick halt wirklich die Gegner komplett aus dem Spiel nehmen. Und es ist vor allem auch sehr interessant mit der Kombination vom Stehenbleiben, also hier so zum Beispiel, das ist schon wirklich sehr, sehr overpowered, da kann man echt gut vorbeikommen. Also ihr habt gesehen, ich bin jetzt an dem ersten Spieler komplett easy vorbeigekommen. Also hier zack, stehenbleiben und dann eben den Trick machen, das ist schon wirklich gut und dann wird zum Beispiel ein Foul rausgeholt. Stehenbleiben tut man übrigens mit R1 und dann eine Schusstäuschung, also R1 halten und dann eben eine Schusstäuschung einfach machen. Aber das ist wirklich gut, also hier, zack, das kann man wirklich so geil kombinieren und jetzt schon wieder eine gute Möglichkeit bekommen, nur durch den La Croquetta. Und ganz wichtig, ich würde euch wirklich raten, den Trick eher ganz in der Offensive zu machen, weil im Halbfeld, zum Beispiel jetzt hier oder so, kann der schon relativ riskant sein. Deswegen hier würde ich ihn jetzt nicht machen. Also ich würde ihn wirklich nur beim gegnerischen 16er in der Nähe machen. Und der Trick ist halt wirklich gut, vor allem wenn der Gegner sehr, sehr dicht hinten drin steht. Hier zum Beispiel kann man ihn auch perfekt anwenden oder hier, zack. La Croquetta, ja, das war jetzt ein bisschen unglücklich, wir kriegen aber sogar einen Elfmeter geschenkt. So, den machen wir mal ganz kurz rein hier mit einem schönen Timed Finish Shot in den Winkel. Ja, der war sogar nur gelb, aber reicht für den. So, das ist zum Beispiel auch eine perfekte Situation für La Croquetta. Zack, und da seht ihr, Freunde, das ist wirklich krank. Das war jetzt ein perfektes Beispiel, wie man den La Croquetta perfekt umsetzen kann. So, das war jetzt zum Beispiel auch wieder perfekt umgesetzt und er blockt ihn zwar noch, aber mit diesem Stehenbleiben, wie gesagt, R1 halten und Schusstäuschung, so bleibt man stehen. Dieses R1 halten ist schon wirklich, Freunde, boah, also dieses Stehenbleiben und dann in La Croquetta, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr krank. Zack, hier La Croquetta, bam, nächster La Croquetta, durch die Beine sogar, war meiner Meinung nach eigentlich ein Foul gerade. So, das könnte jetzt auch eine gute Möglichkeit werden, zack, Stehenbleiben, La Croquetta. Sind wir jetzt noch nicht ganz durch, jetzt sind wir fast ganz durch, hier noch ein La Croquetta hinterher. Ja, ihr seht auch wirklich, man bleibt richtig gut am Ball, wenn man den Trick macht, also man verliert ihn relativ schwer, ich wollte das jetzt halt ein bisschen übertreiben, aber das hat schon wieder ganz gut funktioniert gerade. So, jetzt haben wir die nächste Situation, hier ein La Croquetta, bam und dann ein Finesse ins lange Eck, Abschluss war schlecht, La Croquetta war gut. Bam, auch wieder top umgesetzt, hier noch einer hinterher, jetzt das Tor war jetzt ein bisschen glücklich natürlich, aber es geht auch um den Trick und nicht, dass wir da jetzt immer ein Tor machen, weil der Trick kann ja trotzdem gut und sinnvoll sein, wenn der Abschluss dann nicht so gut ist, dann heißt das ja nichts, also auch, dass es jetzt hier 3-3 steht gerade, ist komplett egal fürs Video, für euch ist einfach nur wichtig, dass ihr seht, wann ihr den machen könnt und wann ihr ihn nicht so machen könnt, wie gesagt, um den 16er vor allem ist er sehr, sehr stark oder halt eben im 16er, dann in Kombination mit dem Stehenbleiben, ist er halt wirklich königlich, also da kann er wirklich komplett gut aufgehen und da kann man wirklich
sehr, sehr viele Situationen lösen, vor allem eben, wenn in der Weekend League jetzt beispielsweise die Gegner extrem eng stehen. Das hat man ja wirklich oft. Gegner stehen extrem eng und dann kann man mit dem La Croqueta eben wirklich gut durchkommen oft. Ich finde halt auch, das ist ein Trick, der unheimlich Spaß macht. Also wirklich, mit dem du so richtig satisfying am Gegner eben vorbeigehen kannst. Du stoppst hier, zack, machst ein La Croqueta und fühlst dich einfach irgendwie besser danach. So, jetzt hier mit Benzema, zack, La Croqueta, ihn ins Leere rutschen lassen und das 4:3 gemacht. Und wir gewinnen das Spiel jetzt tatsächlich am Ende des Tages. Wie gesagt, ist eh egal, ich wollte euch nur zeigen, wie der Trick geht. L1, Freunde, Stick in eine Richtung halten. Es ist wirklich ein guter Trick, vor allem im 16er oder rund um den 16er gegen Gegner, die sehr tief stehen. Eine Wahnsinnsmethode, um besser zu werden in FIFA. Dieser Trick hilft extrem. Also mir hat er wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Und ansonsten gehen wir jetzt nochmal ganz kurz rein in Trading und in 2-3 Player Picks. Ich möchte euch nur kurz sagen, dass eben die Methode von ZM zu Stürmer ganz gut funktioniert, beziehungsweise auch andersrum. Das heißt, sie sucht einfach Stürmerkarten als Zentrale. Zum Beispiel Benjeda habe ich als ZM, glaube ich, eingekauft für 3,5 und dann für 4,9 verkauft. Da gibt es immer wieder Schnapper zu dem Ganzen. Da habe ich aber schon ein Video gemacht. Das könnt ihr gerne abchecken. Ist auch im Tradezember gewesen. Dasselbe war eben bei Sanchez, den habe ich als Stürmer gekauft. Und ansonsten Positionswechselkarten ÜV funktioniert überragend zurzeit. Also auch das habe ich im Tradezember euch schon erklärt. Die Karte habe ich für 2k gekauft, für 3,6 jetzt verkauft. Das sind 1500 Münzen circa Gewinn nach Abzug von EA-Gebühren oder 1400. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwer in Ordnung. Dann noch eine andere Sache, und zwar ist es ja die Wundertüten-SBC gekommen. Da werden 2 Informs gebraucht und deswegen sind Informs sehr in die Höhe gegangen. Gestern waren die sogar bei 15.000 Münzen alle Informs und das ist schon echt krass. Man kann auf jeden Fall sowieso jeden Inform gerade für 15k verkaufen. Es gibt einige, die dann noch deutlich mehr wert sind. Zum Beispiel der Kollege, den ich gestern verkauft habe. Ja, also hier beispielsweise der Keeper von Arsenal, der war bei 27k circa. Das ist schon krass und den habe ich damals eben für 10k geholt. Ich habe euch ja immer gesagt, ey, nehmt euch Abschlussinforms mit, die können nur steigen im Preis. Und der ist zum Beispiel, also da haben wir unsere Coins fast verdreifacht. Das ist schon relativ krass. Das heißt, Freunde, wenn ihr noch Informs im Verein habt, ich würde euch raten, die jetzt zu verkaufen, die Abschlussinforms. Und jetzt noch kurz ein paar Team of the Week Leaks für heute 19 Uhr. Es wird kommen Lewandowski, De Bruyne, Gerard Moreno, Cuadrado und Martinelli. Und Martinelli wird sogar ein gefeatureter Inform. Das heißt, er bekommt eben eine 84 und könnte mal ganz gute Stats bekommen. Die Featured Team of the Weeks waren bis jetzt ja ziemlich lost. EA hat da immer ziemlich reingekackt eigentlich. Und jetzt könnte mit Martinelli mal ein richtig guter kommen. Wenn der gutes Pace bekommt, guten Schuss und so, könnte das eine echt geile Karte werden. Und dann noch ganz kurz wegen den Rated Investments. Ich würde euch eher raten, die Sachen noch zu halten. Ich denke, dass vor Silvester noch irgendwelche kranken SBCs kommen. Die Preise sind leider wirklich nicht groß gestiegen bis jetzt. Und es ist allgemein so, dass die wirklich seit Wochen nicht wirklich im Preis steigen. Ich würde dennoch warten und nicht die Hoffnung verlieren. Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Du kannst gerne den Kanal abonnieren. Road to 100.000 Abonnenten. Ist zwar noch ein gutes Stück, Freunde, aber wenn wir das irgendwann mal schaffen, wäre das schon ziemlich geil. Also unterstützt das Ganze gerne und lasst ein Abo da, wenn ihr die Videos schaut. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, vergesst nicht, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.